Gut einen Kilometer vor Langwedel aus Nordhof kommend, führt gegenüber der Einfahrt zum Waldheim nach rechts ein kleiner Waldweg in ein Fleckchen Natur, das zum Erlebnisevent Übernachten unterm Sternenzelt gehört. Das Angebot der Stiftung Naturschutz in Kooperation mit dem Landwirtschaftsministerium bietet nicht motorisierten Naturfreunden, also Radfahrern oder Wanderern, einen Platz unter freiem Himmel zum Übernachten unter dem Sternenzelt an. Erlaubt sind hier 1 bis 2 kleine Zelte mit je bis zu 3 Personen. Für größere Gruppen ist dieser Platz also nicht geeignet. Die Belohnung ist ein einmaliges Naturerlebnis, das sicher seinesgleichen sucht. Nun muss man nur noch die nähere Umgebung erkunden und landet ein paar Mückenstiche weiter an einem Teich. Ein ehemaliges Baggerloch, das beim Bau der Autobahn entstanden ist und der von den hiesigen Landwirten einfach nur Wand genannt wird, frei nach dem Namen des Besitzers. Wer das einmal ausprobieren möchte, der bekommt in den nächsten Tagen auch noch das passende Wetter serviert. Heute bleibt es in und um Nordhof sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern auf 22 bis 24 Grad. Schwacher, im Tagesverlauf mäßig auffrischender und manchmal auch leicht böiger Wind aus östlicher Richtung. Beste Voraussetzung also, um in schönster Natur unter freiem Himmel zu übernachten. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen.